Köhler will ihn ratifizieren, den Vertrag mit dem in der EU bald alles anders wird. Sie haben ihn abgenickt, die Damen und Herren im Bundestag, ohne zu wissen, was ihm eigentlich zugrunde lag. Unsere Grundrechte und das Menschenrecht stehen unterhalb von dem, was wichtig für die Wirtschaft ist. Das heißt, der Schutz von Gentechnikpatenten steht über Rechten von vergifteten Patienten. Diese Patenten, danke der Leistungsstaat, immer mehr Aufgaben gehen von nun an an Privatmonsanto. So schreibt die Lehrpläne für Biologie und Kinder lernen dann, Gentechnik ist gar nicht so fies. Sitzt der Schutzmann in Gütersloh, dann im Finanzamt, ist klar, dass die vor Steuerprüfung keine Angst haben. Aufgaben, wo bislang der Staat allein die Hoheit hat, gleiten ab in den Sumpf unserer Privatwirtschaft. Ich habe Angst vor dem Vertrag von Lissabon, vor der neuen EU und vor Bertelsmann. Ich fürchte mich vor der Flagge mit den Sternen, vor dem Europa über mächtiger Konzerne. Ich habe Angst vor dem Vertrag von Lissabon, vor der neuen EU und vor Bertelsmann. Ich fürchte mich vor der Flagge mit den Sternen, vor dem Europa über mächtiger Konzerne. Aufstand und Aufruhr darf man niederschießen, laut dem Vertrag ist es legales Blutvergießen. Selbst wenn sie friedlich wie damals in der DDR demonstrieren, ohne dass da irgendwas passiert, wär's Punkt genug gewesen, die Waffen zu erheben. Unter so einem Machwerk will ich doch nicht leben. Wenn irgendwas im Weg des Wirtschaftsinteresses liegt, stehen ja alle Wege offen für einen Angriffskrieg. Wir schaufeln unser Grab, wir rüsten auf. Das Strukturprinzip des Friedens, und das steht so in unserem Grundgesetz geschrieben. Sie ist eine Lüge, diese Supranationalität. Es ist nicht recht, dass die EU nun über allem steht. Ich habe Angst vor dem Vertrag von Lissabon, vor der neuen EU und vor Bertelsmann. Ich fürchte mich vor der Flagge mit den Sternen, vor dem Europa über mächtiger Konzerne. Ich habe Content. Da sitzen Lobbyisten, die auf die Interessen ihrer eigenen Völker pissen. Ich lese mich ein in den Vertrag und dieser Rotz schockt. Vielen Dank an CDU und ihren Kotzrock. Finanziert von einer Gütersloher Stiftung, kritzeln sie sich die Verfassung in die grobe Richtung. Sie legen's drauf, an ihren Einfluss zu vermehren und Widerspruch von Bürgerseite zu erschweren. Ich hoffe sehr auf unsere Karlsruher Richter. Ihr seid für meine Hoffnung einfach unverzichtbar. Ich komme gar nicht klar, ist es denn echt so leicht? So wird Gewaltenteilung hier in Deutschland aufgeweicht. Ich will mein Grundgesetz und ich beschütze es. Und das erschüttert mich, da die Elf grad zerfetzt. Es müsste sein, dass eine Million auf der Straße steht. Doch ihr habt so getan,